unseren beiden wie die Schallplatte vertreten. Ich glaube, sagen zu dürfen, beide gehören zu den wenigen erfolgreichen deutschen Schlagersängern. Sie errang viele Preise. Sie verkörpert den Typ des netten jungen Mädchens, war auch in Amerika. Er hat auch viele Preise jetzt gewonnen, begann 1969 im Musical Hair, 70 kam er dann zum Schlager. Heute bei uns, bei Dalli Dalli, Manuela und Jürgen Markus. Ja, Manuela, ich habe gelesen, sogar 4, 5 Tage ist es erst her. Es wird bald eine andere Manuela da sein. Ja, eine neue wird es schon ein bisschen geben im Stil. Ich habe es jetzt 10 Jahre lang Teenager-Musik gemacht. Das heißt, ich habe gerne gesungen, Prost Onkel Albert, Monsieur Dupont oder Lord Lester aus Manchester. Aber jetzt nach 10 Jahren wird es doch langsam Zeit, dass man seinen Stil ein bisschen ändert. Aber Sie haben das andere auch gerne gemacht. Team. Sehr gern sogar. Nun, wollen wir noch mal erzählen, es ist wirklich wahr, Sie haben als Löterin in einer Fabrik angefangen. Ja, und dann bin ich in Teenager-Lokalen aufgetreten, dort wurde ich entdeckt, dann hat man mit mir Probeaufnahmen gemacht, die sind recht gut ausgefallen und seitdem bin ich da und ja, schuld war nur der Bossa Nova. Ja, das war der erste, ja. Und in diesem Jahr ist etwas ganz Besonderes, das hat mir jemand erzählt, der Sie sehr gut kennt. Ja, und zwar werde ich meinen Geburtstag dieses Jahr zum ersten Mal am richtigen Tag feiern, und zwar am 17. August. Ich habe bis jetzt immer am 18. August. Wie ist denn das rausgekommen, dass Sie jetzt am anderen Tag Geburtstag? Ja, ich brauchte Papiere und da war ich dann zu der Stelle und da sagte mir die Dame, also ich kann Ihnen das nicht ausstellen, denn Sie sind nicht am 18. August geboren. Ich sage, Mensch, das gibt's doch gar nicht. Ja. Ich habe so lange meinen Geburtstag immer gefeiert am 18. Na ja, das sind also feiern, gratulieren wir am 17. Ja. Oder feiern Sie zweimal, das ist auch ganz schön. Jürgen, Markus, jetzt gibt's bald wieder einen Preis. Ja, es gibt sogar zwei gleich, und zwar die Goldene Europa und die Goldene Schallplatte. Da gratulieren wir. Und Sie haben auch in einer Fabrik angefangen. Ja, sehr richtig. Ich habe Maschinenschlosser gelernt. Und wie wurden Sie nun entdeckt? Ja, ich habe in einer Amateurband gespielt und gesungen und wurde dann von Werner Schmid entdeckt, der damals das Musical Hair produzierte. Und daran anschließend auch im Musical Hair von meinem heutigen Produzenten noch, Jack White. Haben Sie denn noch, sagen wir mal, Kontakte zu den ehemaligen Kollegen in der Fabrik? Wir haben uns vor 3 Wochen noch getroffen. Da bin ich mit einer Flasche hingegangen und habe so Stößerchen gemacht, Prösterchen und so. Ach, das darf man auch während der Dienste. Naja, es gibt so Momente, da darf man dann alles. Ja. Hier bei uns dürfen Sie auch alles. Sie dürfen jetzt 3 Fragen beantworten. Es geht gegen 1215 Punkte. Und wir kommen nun zur ersten Frage. Sie beantwortet sicherlich zuerst Manuela. Und zwar, wenn man eine goldene Schallplatte erringen will oder bekommt, dazu gehört ja sehr, sehr viel. Von der Idee, bis es soweit ist, dass man diese Platte erhält. Was gehört für Sie alles dazu? Sie beginnen, 15 Sekunden. Dalli, Dalli. Radio. Guter Text. Noten. Schallplattenspiel. Musik. Fernsehapparat. Chor. Texter. Tanzpaar. Komponist. Produzent. Verleger. Autor. Schallplattenfirma. Ach du liebe Güte. Promotionfrau. Schallplattenproduzent. Rundfunksprecher. Moment, ach du liebe Güte ist ja noch kein... Sie hat nur ach du liebe Güte gesagt. Einen Moment. Herr Fritsch, sehe ich richtig, Sie lesen Zeitung. Ist was? Sie können doch nicht mitten in der Sendung jetzt Zeitung lesen. Was glauben Sie, was für ein schönes Gefühl das ist, mal wieder eine Zeitung in der Hand zu haben. Ja, aber dann... Nicht zu glauben. Ich möchte Ihnen sagen, die Tage, wo man alles glauben musste, was im Fernsehen erzählt wurde, die sind vorüber. Ja. Und ich darf Ihnen sagen, wenn Sie so weitermachen, sind die Tage, wo Sie hier drin sitzen, auch gezählt, wenn das der Fernsehintendant. Na und? Na und? Naja, also gut. Meine Damen, sagen Sie mir dann lieber, wie viele Punkte? Wir haben 13 Punkte. 13 Punkte? Alles, zwei ziehen wir ab. Zwei ziehen wir ab? Das waren Doppel. Ah, also 11. Nein, von 15 ziehen wir 2 ab, gell? 13 ist es, dann bleiben 13. Ach, Sie machen das so rum. Richtig. Naja, dann weiß ich das. Also 15 weniger 2 sind 13. Alles, was Sie jetzt sagen, mal 13. Und nun beginnt Jürgen Markus. Jürgen, abwechselnd dann. Sie haben sehr gute Zähne. Alle, haben wir alle. Aber stellen Sie sich mal vor, der Zahnarzt bohrt. Woran denken Sie in diesen Augenblicken? Achtung, Dalli, Dalli. Eisenbahn. Reisen. Rostiger Bohrer. Auto. Schlechter Bohrer. Lesen. Zu großer Bohrer. Blonde. Ach, der Bohrer ist zu klein.
Noch ein Bohrer. Ja, gewiss. Moment, Sie bohren sich so durchs Leben, habe ich das Gefühl. Kleiner Bohrer, großer Bohrer. Einen Bohrer müssen wir wohl abziehen. Einen ziehen wir ab, bleiben 10. Den einen noch Bohrer, der den kommt nehmen wir weg. Ja. Also 10 mal 13 sind 130. Und nun etwas sehr Schönes. Sie dürfen Geranien eintopfen. Wollen Sie mit mir kommen? Gerne, ja. So viel Geranien, wie Sie eintopfen, nicht so ein Topf bei uns heute, ja. So viel Punkte können Sie gewinnen. Und sollten Sie die Ersten sein, dann sind Sie heute unsere Topstars sozusagen. Achtung! Hier muss jemand, hier, ich will Ihnen das vormachen. Bleiben Sie ruhig hier, wir wollen genau gleich sein, das darf ja keine Mann. Also, Topf hinstellen, das würde ich Ihnen raten. Dann nehmen Sie die Pflanze, linke Hand, hier, erst ein bisschen runter und dann so einfach reindrücken. Sehen Sie, so ist das fertig. So, und dann noch so. So machen wir Gärtner das, nicht? Das bekommt Medi, dann haben beide Damen. Wie viele Balkonkästen haben Sie eigentlich? 2, falls Sie es ganz genau wissen wollen. So, 60 Sekunden und schön fest andrücken. Das ist sehr wichtig. Achtung, Moment, noch nicht. Hier ist Start sozusagen. Dalli, Dalli. Haben Sie als Löterin auch so schnell gelötet? Andrücken. Ich weiß, was wir machen. Wir werden die mal wachsen lassen und in der nächsten Sendung zeigen, was daraus geworden ist. Und schön rauf. Sie arbeiten links und rechts, ja? Zweihändig. Habe ich auch noch nie gesehen. Und jetzt nur, wir sind gespannt. Anpassen. Sehr gut. Jetzt arbeiten Sie vierfach. Das ist ja nicht mehr Stereo, das ist... Ja, Quadrophonie. Aber andrücken. Ja, 5 Sekunden. Stopp. Also, wir haben Wasser da. Wollen wir das auch noch anerkennen? Wie bei den anderen? Ja. Gut. Sie dürfen sich selbstverständlich waschen. Ich staune. Man merkt, dass Sie beide in der Fabrik arbeiten. Die Blumen werden billiger, ja, wenn Sie beiden dieses machen. So, 1, 2, 3, 4, ist dran, ja. 5, 6, 7. Ich habe ein bisschen 3 zur Seite. 8, also 3, 6, 9, 11 auf der einen Seite. 13, 15, 17, 19, 22. Ganz toll. Ich muss Ihnen dazu sagen, diese Spiele werden doch vorher immer mit Studenten ausprobiert. Haben wir noch nie geschafft. Das höchste waren bisher immer 14. 22 mal 130. Das sind schon 2600 und dann kommen nochmal 260 dazu, sind 2860. 2 gute Ergebnisse. Guter Zweiter mit 1215 Punkten. Sieger Manuela und Jürgen Markus mit 2860 Punkten. Wir noch einmal erwarten wir Manuela und Jürgen Markus. Diese Runde beginnt mit einem Film. Sie haben dort einen Monitor. Sie können sich das nochmal anschauen, können Sie nochmal vergleichen und vielleicht selbst mitspielen. Wir zeigen Ihnen deutsche und österreichische bekannte Politiker. Sie sollen sich möglichst viel merken. Achtung, liebe Kollegen, noch einmal Film ab. Spielte, die Männer sind schon die Liebe wert. Manuela beginnt, 15 Sekunden Zeit. Willy Brandt. Moment. Dalli. Dalli. Willy Brandt. Barzel. Schmidt. Katzer. Wehner. Ertel.
Kraus? Kreisler? Wieder ein Kreisler. Und der kreiselt immer noch? Ja, bei mir kreiselt auch noch. Wena? Ja, also viermal hat's gekreiselt, Sie meinten Kreisky, nicht wahr? Also nicht. Also viermal Kreisel ziehen wir ab. Und dann war Erla auch nicht richtig. Ja, und Herr Wena war doppelt. Oh. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Abzüge von 11, bleiben 6. Nein, 4 und 2, dann sind es 6. Ja, 6. 6 müssen wir dann abziehen. Viermal hat's gekreiselt. Wenn Sie Wena doppelt haben und Erla abziehen, sind es 6. Ja. 3. Wir ziehen dreimal die Kreiseln ab. Also nur dreimal Kreisky. Er hat gekreiselt, er hat nicht Kreisky gesagt, aber wenn Sie das meinen, dann... Also 6 Punkte. 6 Punkte für die Mannschaft Schallplatte. Und wir kommen gleich zur zweiten Frage. Wir geben nicht 15, sondern 30 Sekunden Zeit. Diesmal beginnt Jürgen Markus. Wir wollen von Ihnen Sprichwörter und Redensarten hören. Achtung. Dalli. Dalli. Knick im Auge. Schafskopf. Dummkopf. Alter Affe. Wind im Zahn. Hast du eine Meise? Ja, das glaube ich. Ziegenkopf. Eulenkopf. Gänsefüßchen. Lange Nase, spitzes Kind, da sitzt bestimmt der Teufel drin. Ja, das Gleiche. Der Elefant im Porzellanladen. Am Brunnen von... Nein, du alter Affe. Das dürftest du nicht zu mir sagen. Du Kuckucksei. Noch ein Kuckucksei. Gänsefüßchen. Morgenrot, schön Wetter droht. Also zu Anfang war das mehr eine Schimpfkanonade, denn Sprichwörter und Redensarten, dann haben wir mehrere Dinge doppelt. Zwei anerkennen. Sie wollen nur zwei anerkennen, weil das andere Schimpfworte waren. Aha, leider ist das Mikrofon kaputt, sowas kann natürlich in einer Live-Sendung passieren. Zwei werden nur anerkannt, 2 mal 6 ist 12. Tut mir leid, die Jury ist ganz hart. Ich hätte wahrscheinlich Redensart ist... Würde für mich manches durchgehen, aber... Knick im Auge ist... Ja, Knick im Auge war für mich auch, aber die Jury entscheidet. Mal 12, Sie sehen jetzt ein Theaterstück. Und zwar Minna von Barnhelm, die beiden Damen kennen Sie. Jetzt kommt der Major dazu, das ist Gunter Malzacher. Und es erscheint ein Briefträger, Kurt Sobotka. Achtung, Vorhang auf zum zweiten Teil. Und Sie dürfen schreiben. Herr Major, das gnädige Fräulein kümmert zugleich. Meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer. Was werde ich meiner Minna sagen? Ein schönes Fräulein darf ich wagen, Arm und Geleit hier anzutragen. Wo das Herz regnet. Ja, was war falsch? Vielleicht haben Sie zu Hause auch mitgemacht und darauf geachtet. Nun aber die Schallplatte. Manuela beginnt. 15 Sekunden Zeit. Dalli, Dalli. Feuerlöcher. Rüstungsindustrie. Die Schlüsselbarbrett. Bonn. Ein Dollar. Leber. Ja, Teneriffa. Spabier. Sachsen. Rezeption. Snob. Die Zeitung. Die Zeitung, da war der Gong. Und wir haben ein ganz schnelles Urteil. Ja, 11 Finja 1, Sachsen ist richtig. 10. 10. 10 mal 12 sind 120 Punkte. Das ist leider mit den Redensarten ein bisschen vorbeigegangen. Aber dennoch, die Mannschaft war gut. Zweiter Preis, Sieger wurden unsere Starter mit 455 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Das ist gerechnet 7.825 Punkte trotz der Sprichwörter. Donnerwetter, 7.825 Punkte sind 7.825 Mark. Und Medi sagt uns nun, für Sie in Österreich, damit Sie das nicht umzurechnen brauchen, mal sehen, wie viele Schilling sind es? Das sind Schilling 54.773, 75, Entschuldigung. 54.755 Schilling. Ja, nun wollen wir von den Siegern erfahren, 7.825 Mark. Wer soll das Geld erhalten? Ja, wir sind dafür, dass es der Bayerische Verband für Gehörlose bekommt. Das sind die Leute, die ja diesen furchtbaren Unfall hatten mit der Lawine, wo diese Skihütte kaputt gegangen ist. Und die Leute sind ja so wenig bemittelt, dass wir glauben, da sie ja sowieso so arm sind, dass man ihnen das Geld zukommen lassen soll. Wunderbar, das ist wirklich ein guter Zweck. Ich möchte es noch einmal wiederholen. Die Gehörgeschädigten hatten, und es waren wirklich die Ärmsten der Armen, eine Skihütte. Durch eine Lawine ist diese Hütte
und es ist noch viel passiert, zerstört worden. Zum Wiederaufbau dieser Hütte wird dieses Geld jetzt verwendet. Ich möchte noch einmal danken. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sie sind in gute Stimmung gekommen. Allen, die morgen ganz früh aufstehen müssen, wünschen wir eine gute Nacht. Allen anderen wünschen wir noch einen angenehmen Abend. Auf Wiedersehen.